oder auch Fast Remix. Das ist der Nachfolger von Rust Racing Neo für die Wii U. Wurde von Shinyen entwickelt, einem Entwicklerstudio aus München. Und ja, springen wir gleich mal ins Gameplay. Im Einspieler wird in verschiedenen Cups gegen 9 CPU-Gegenspieler gespielt. Jedes Rennen hat 3 Runden und jeder Cup 3 Strecken. Auf den Strecken sind solche verschiedenfarbige Kugeln verteilt, die den Turbo aufladen. Außerdem gibt es auch diese Turbostreifen, die man gerade eben gesehen hat, in verschiedenen Farben, in Blau und Orange. Und mit X kann man die Farbe umschalten, die man auch hinten an den Düsen sieht. Jetzt haben wir aktuell Orange aktiviert, können über den orangen Turbostreifen drüber fahren. Mit einem Tastendruck können wir auch den Turbo aktivieren. Und wenn wir dabei so schnell gegen einen Gegenstand krachen, werden wir respawned. Hier sehen wir auch schon, dass wir mit den Triggern zur Seite schwenken können. Das auch immer ein Crash enden kann. Aber das sollte nun mal verhindert werden. Dadurch lässt sich der Wagen viel besser steuern. Ja, hier hat es gerade mein Gegner erwischt. Und dadurch werden wir abgebremst. Auch durch Turbostreifen, wenn wir die falsche Farbe ausgewählt haben. Deshalb muss man dann schnell hin und her wechseln können. Um auch solche Sprünge wie den hier nehmen zu können. Also es gibt 3 verschiedene Ligen. Einmal die Subsonic Liga, die Supersonic Liga und die Hypersonic Liga. Die sind jeweils einem Schwierigkeitsgrad zugeordnet. Und also die bieten an sich keine neuen Strecken. Die teilen sich alle 10 Cups mit je 3 Strecken, um auf diese 30 Strecken zu kommen. Im Fast Racing Neo waren das 24 Strecken. Und da gab es nur 6 Cups mit jeweils 4 Strecken. Außerdem gibt es 5 Fahrzeuge mehr, die nacheinander wie die Strecken freigeschaltet werden. Also beenden wir jetzt einen Cup, bekommen wir ein neues Fahrzeug freigeschaltet und auch einen neuen Cup freigeschaltet. Die Strecke hat auch ihre Eigenheiten und Temperaturbedingungen. Das Klima ist anders, die Streckenführung ist sehr stark anders. Es gibt verschiedene Sprungschanzen oder auch Gegenstände auf der Karte, denen man ausweichen muss, die man nehmen muss. Es gibt auch verschiedene Abkürzungen, um das Fahren doch ein bisschen spannender zu machen. Haben wir alle 3 Karten beendet, werden die Punkte zusammengezählt, die wir auf jeder Karte erreicht haben, und derjenige, der die meisten Punkte erreicht hat, kommt in die Siegerung auf den ersten Platz. In dem Fall haben wir es geschafft, wir sind Erster geworden mit 34 Punkten, haben uns die Gegner hinter uns gelassen, die nur 30 und 25 Punkte haben. Wir schalten dann einen neuen Cup frei und bekommen auch ein neues Fahrzeug. Schauen wir mal in den Mehrspieler vorbei. Der besteht aus Splitscreen, Online und Lokal. Sprich, man kann zu zweit im Splitscreen spielen oder bis zu 8 Spieler dann auch Online und Lokal. Wir schauen jetzt in eine Lobby rein. Aktuell gibt es noch keine Freundesfunktion, die soll aber so schnell wie möglich nachgepatcht werden, hat zumindest Shinyen auf Twitter verkünden lassen. Da bei den Spielern noch das Match läuft, können wir zuschauen, wie sie die Runden fahren.
Also es ist exakt wie ein Mario Kart eigentlich. So, jetzt ist es das Rennen vorbei. Jetzt geht's wieder zurück in die Lobby und wir können uns eine Karte aussuchen aus 6 Stück. Jetzt sehen wir auch die Wahl der anderen Mitspieler und es sind noch ein paar dazugekommen. Und wir können auch sehen, dass die verschiedene Punkte haben. Die werde ich nachher noch kurz erklären. Jetzt wird eine Map ausgewählt und die wird gefahren. Hier sehen wir auch eine Karte, wo es Kisten als Gegenstände gibt, an die man möglichst ausweichen muss. Die bewegen sich mittlerweile auch noch. So, der Turbo-Start kann man machen, wenn man jeden Mal gerade nach der Zahl 2 Gas gibt. Blöderweise sind wir jetzt gerade hier voll in den Gegner reingekracht. Schön immer umschalten den Turbo, um den Turbo mitzunehmen. Im Multiplayer ist ja schon eine ganze Rangreihe hier, die sich da bildet am Anfang. Und man sieht auch, dass die Position nicht immer schön smooth synchronisiert wird, sondern schon sehr hakelig manchmal ist. Oh, da sind wir gerade voll gegen die Kiste gekracht und werden dann gleich wieder respawned. Das läuft gerade nicht so gut. So, hier muss man schön auf den Strecken landen. Hier ist eine kleine Abkürzung auf dem Dach. Und mir ist aufgefallen, dass es im Multiplayer dann doch mehr diese Kugeln gibt. Im Singleplayer gibt es die nicht so oft, bin ich der Meinung zumindest. Das heißt, man kann eigentlich schon relativ durchgehend diesen Turbo betätigen. Darum sind die Gegner auch so weit vorne und ja, da bin ich aktuell auch Fünfter. Eieiei. Geht auch um das Wasser. Sehr schön. Also visuell ist das Spiel der Wahnsinn. In 1080p, 60 FPS kann man nichts sagen. In der Mitte der Turbostrahlen sollte man am besten nicht fahren. Das ist sehr schlecht. Sollte man sich auf eine Seite entscheiden. Jetzt in der letzten Runde um alles geben. Möglichst viele Kugeln einsammeln, schön brav umschalten und auch den Turbo benutzen und nicht vergessen. Ah, die Geschwindigkeit ist der Wahnsinn, also. Und da hat uns noch einen Gegner erwischt. Ja genau, wenn der Gegner schneller ist als wir, dann werden wir einmal im Kreis gedreht. Wenn er uns erwischt. So, für den Platz, das geht ja gar nicht. Oh, und noch gegen die Wand. Na danke schon. Auf den Indie-Maps sehen wir auch gleich das Ziel, wie man es gewohnt ist. Der rote Punkt sind wir, die grünen sind die Gegner. Und der dritte Platz, wird's noch was? Das sieht gut aus. Nein, doch der dritte Platz. Tja, hat mein Gegner gar nicht gesehen, wie er noch vor uns ins Ziel gefahren ist. Das ist die Verbindung der Mitspieler, würde ich mal behaupten. So, das Rennen wird dann nach 20 Sekunden oder so beendet. Und dann werden die Punkte verteilt. Beziehungsweise wir bekommen Punkte pro Platzierung, wie man es auch hier sieht. 5 Punkte in dem Fall für uns. Und die werden dann im, werden auf unsere aktuellen Punkte draufgerechnet und dann in der Lobby angezeigt. Das sieht man auch gleich nochmal jetzt hier. Genau, 26, vorher waren es 21. Und die Mitspieler haben mal mehr oder weniger Punkte. 106, 232, einen. Das ist sehr unterschiedlich. So, in dem Fall wurde jetzt eine Karte ausgewählt, die von mehreren Mitspielern gewotet wurde. Das muss aber nicht zwangsweise der Fall sein. Das ist alles auf die Subsonic-Liga, wie man sieht. Also, die einfachste Liga. Hier ist es wichtig, dass man hier zur Seite slidet. Das ist ein wichtiges Element hier. In dem Fall bin ich noch Erster. Mal gucken, wie lange es anhält. Hinter mir staunen sich schon die Gegner. Hier darf man echt keinen Fehler machen und neben die Bahn fliegen oder wie ich gerade eben die Bande mitnehmen.
Ah, da nimmt jemand eine Abkürzung. Mal gucken, ob ich den noch einholen kann. Das war gerade sehr, sehr knapp. Man kann auch zwei Kugeln gleichzeitig mitnehmen, wenn man in der Mitte von den beiden Kugeln fährt. Und so kann man halt auch die Gegner die Kugeln klauen. In dem Fall hier gerade nicht. Hier liegen sie zwar da entfernt, aber das ist ein ganz guter Trick, um als erstes seinen Vorsprung auszubauen. Jetzt ist der Turbo ausgegangen. Alter, blöd. So, ein Turbofeld, das nehmen wir schon mit. Ja, vielleicht. Ah, jetzt. Ja, der andere, der erste Platz jetzt, der will den Platz nicht aufgeben oder. Oh, da kommt auch noch der andere dazu. Und noch einer, eieiei. Ohoho. Das war ja hier ein künstlerischer Sprung. Oder, naja, sehr, sehr viel Glück. Es ist auch gut, wenn man die Strecke schon einigermaßen kann. Da kann man sich einigermaßen darauf vorbereiten, wann man umschalten muss, wo die Turbostreifen sind. Das hat echt Vorteile. Allgemein kann man hier im Spiel viel mit Übungen reisen. Aber auch viel durch Glück. Sehr gut. Könnte doch noch der erste Platz werden. Oh, die Gegner werden sich schon wieder. Da vorne ist aber das Ziel nach der Kurve. Oder nach den zwei Kurven. So, noch eine Kurve und ein Sprung. Mal alles raushauen, was man Turbo hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig, den Turbo, den man gespart hat, für die letzte Kurve aufzubewahren und dann nochmal schnell die Gegner zu beholen und erst Platz 1 zu bremsen. Geschafft! Erster Platz! Juhu! Okay, 30 Sekunden sind es. 30 Sekunden Wartezeit. Danach werden die Punkte gut gerechnet. Kommt drauf auch an, wie viele Mitspieler man hat. Okay, das war erstmal genug Multiplayer. Schauen wir doch mal in den sogenannten Hero-Modus, den es noch gibt. So, da sind wir wieder im Hauptmenü. Der Hero-Modus. Gibt auch wieder drei Ligen und man kann eine App auswählen. Und dazu noch ein Fahrzeug. Dann machen wir gleich ein neues. So, bei dem Hero-Modus geht es darum, nicht zu sterben und Erster zu werden. Nämlich. Oh. Okay. Wir haben jetzt hier immer diese Turboleiste, aber die ist auch gleichzeitig die Schildleiste. Die füllt sich auch schön auf, wenn wir diese Kugel einsammeln. Allerdings. Die nimmt natürlich auch ab, wenn wir irgendwas treffen. Irgendwelche Wände, irgendwelche Mitspieler. Oder eben auch am Turbofeld die falsche Farbe ausgewählt haben, dann nimmt die Turboleiste auch ab. So, genau, das Ziel an diesem, oder das Wichtige in diesem Modus ist, dass wir immer eine Balance zwischen genug Turbo und genug Schild haben. Das heißt, wir müssen Erster werden, also entsprechend auch auf Turbo einsetzen, aber allerdings auch genug Turbo, genug Schild noch übrig haben, um nicht so schnell zu sterben. Denn stirbt man oder wird man nicht Erster, muss man direkt neu starten. Halt immer regelmäßig die Kugel einsammeln, schön den Einsatz von Turbo balancen, umschalten natürlich die Farbe. Und möglichst Erster werden. Es ist dann ziemlich ärgerlich, wenn man in der dritten Runde dann aus dem Map fliegt oder kein Schild mehr hat und zerstört wird. Das ist immer sehr ärgerlich, weil da muss man die komplette Strecke neu starten. Allerdings wird auch der Modus pro Map gespielt und nicht pro Cup. Das heißt, wir müssen nur eine Strecke bewältigen und es wird sofort gespeichert.
Letzter Sprung, die letzte Kurve. Ja, jetzt kann man nochmal das Turbo raushauen, das man hat. Aber immer noch auf Sicherheit spielen? Ja, selber. Dann haben wir den Hero-Status für diese Strecke gemeistert. Und ja, da steht auch dann, wie viele Versuche wir schon benötigt haben. Das war der besondere Hero-Modus. Fazit, ja, für 20 Euro erwarten uns dann doch einiges an Inhalt. Als Launch-Spiel ist das schon einige Male besser als andere Spiele. Sammelzelda lässt sich ja schon eindeutig sehen. Für Leute, die schon Fast Racing Neo besitzen. Ja, man hat 5 neue Fahrzeuge, 6 neue Strecken. Den Zeitmodus, den es vorher gab, gibt es leider dieses Mal nicht mehr. Er ist rausgeflogen. Aber ich denke, dass auch die Spieler dann doch auch zu dem Titel greifen können, da sie ja das Prinzip kennen und wenn sie das auch mögen und warum nicht. So neu macht es der Titel nicht, aber er ist immerhin für die Switch rausgekommen. Oh, da hat es uns zerlegt gerade. Genau, sobald wir einmal sterben, müssen wir halt die komplette Strecke neu starten. So viel auch dazu. Na gut, also ich spreche auf jeden Fall eine Kaufempfehlung Wedermann aus. Das ist ein Launch-Titel, den man sich ruhig holen kann. Es wird HD-Rumble unterstützt, jeder Modus, also TV, Handheld und Tabletop-Modus. Und auch der Pro-Controller, in dem es natürlich super toll steuern lässt. Ja. Besonders gut geeignet ist das Spiel auch, habe ich schon gehört, um seinen Kollegen die Switch präsentieren zu können, um mal ein bisschen im Splitscreen zusammen spielen zu können. Da ja zwei Joy-Cons der Switch beiliegen, ist das ja alles kein Problem. Und mit diesem wunderschönen Crash beende ich dann. Auf Wiedersehen. Lasst doch eine Bewertung da, einen Kommentar. Vielen Dank, dass ihr es geschaut habt. Bis zum nächsten Mal.